zusammen. So, ich habe mir gedacht, nach dem Stream heute werde ich einfach mal noch mal ein kleines Video machen. Und zwar, im Stream hatte ich ja hier angefangen mit meinem Vogelhaus. Ach, da wird noch ein bisschen was gebaut, also auch noch seine Weile. Der Anfang ist gemacht. Und wie immer, oh, ich sehe hier gerade. Gleich noch. So. Also, ja, nach dem Stream, vor dem Stream kann man was sagen. Jetzt noch mal ein kleines Video. Hier wird so ein kleiner Außenbereich noch entstehen, sage ich jetzt. Für Voyern. Das, was ich euch aber zeigen möchte, wo ich gerne auch wieder Feedback hätte, ist das hier. Und zwar, natürlich sind jetzt hier nicht viele Bewegungen drin. Ich habe mir gedacht, man kann ja auch probieren, durch diese Billboard-Technologie Vögel ins Spiel zu bringen. Es ist natürlich nicht so einfach, dann jetzt richtige Bildmaterial zu finden oder Videomaterial. Hier bin ich jetzt mal auf die Idee gekommen, mit Greenscreen zu arbeiten. Heißt, man kann dadurch Vögel, also es gibt ja verschiedene Animationen und mit echten Vögeln oder manchen sind auch 3D-Modelle. Kann man auch relativ viel auf YouTube finden. Kann dadurch mit Screenshot-Background, also jetzt hier habe ich es nicht optimal gemacht, das ist halt Working Glass mal so ein kleiner Versuch. Kann man natürlich dann durch ein Videoprogramm das Ganze einfach, sag ich mal, einfügen, wodurch man dann halt sich wirklich hier solche Flattermänner reinsetzen kann. Lass mal so, wenn man jetzt hier nah rangeht, ja, das ist jetzt nicht das Schärfste von qualitätsmäßig. Ja, man sieht es auch, dass es halt ein bisschen hin und her wackelt. Schnittkante und sowas, also das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber wenn man da noch ein bisschen Fingerspitzengefühl investiert, am Ende muss man sagen, das ist der Blickwinkel vom Besucher her aus. Also, sieht man es gar nicht so wirklich, außer dass man halt sieht, dass da ein Vogel sitzt, der sich bewegt, was ich gut finde. Ist halt ein kurzer Clip jetzt nur gewesen. Dadurch sieht man so, dass es relativ schnell wieder zum Anfang springt. Aber ja, das ist so meine Idee, wie man vielleicht zukünftig durch dieses Billboard oder die Monitore halt wirklich, sage ich jetzt mal, ja, wie man einfach dann überhaupt Papageien und andere Vögel reinbringen könnte. Ich hatte auch zwischendurch mal probiert mit einem, ich kann es ja mal kurz zeigen. Hatten wir. Achter. Hatte es ja auch probiert. Erst mit einer anderen Möglichkeit, das war die erste Variante. Indem ich halt von dem Raum selber Screenshot mache, das Ganze, sage ich jetzt mal, so integriere, dass man halt denkt, das ist, sage ich mal, im wäre jetzt hier mittendrin. Könnte man natürlich jetzt hier so ranholen. Ehrlich gesagt, würde auch funktionieren. Möglichkeit. Das ist halt, wie gesagt, jetzt war jetzt nicht die beste Greenscreen-Arbeit, also Qualität. Aber das sind halt auch Möglichkeiten. Also, mich würde mal interessieren, was ihr davon findet. Tipps, Tricks nehme ich natürlich auch immer gerne an. Ich bin halt der Meinung, so kann man halt relativ gut solche Vögel integrieren. Ja, also man braucht halt bloß, sag ich mal, einige gute Qualität, naja, Auflösung, sage ich mal, von Greenscreen Vögeln. Gibt es wirklich einiges. Werde ich mich die Darker noch mal ein bisschen beschäftigen. Dann werde ich hier wahrscheinlich so meine 1, 2, 3, 6. Vielleicht 6 oder vielleicht mal gucken, mache ich mache hier drüben eine größere Voliere dran. Dort draußen mal gucken.
Ja, das war im Grunde dann mal mein Vogelhaus. Der Anfang, wie gesagt, ist gemacht. Der Dodo darf nicht fehlen, wenn er schon ausgestorben ist. Aber mich würde ja wirklich interessieren, was er davon haltet. Halt in dem Moment. Man kann halt wirklich durch solche Screenshots ja auch dann Tiefe erzeugen. Was halt auch sehr gut ist. Also ich lasse mich mal überraschen. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon gewesen von meinem heutigen Anfang meines Bauprojekts Bereich Vogelhaus. Und alles andere, ja, wird sich dann die nächsten Tage oder vielleicht auch Wochen, mal sehen, wie groß das hier wird, dann auch zeigen. Und sieht sich, man hört sich. Bin gespannt auf euer Feedback. Macht's gut.